Drama vorprogrammiert? Schlager Champions, erstes Wiedersehen von Flori und Helene. Florian Silbereisen präsentiert am 12. Januar um 20.15 Uhr live aus dem Berliner Velodrom in der ARD Schlager Champions, das große Fest der Besten. Auch seine Ex-Freundin Helene Fischer ist unter den Gästen. Unter den Gästen, die Florian Silbereisen bei Schlager Champions, das große Fest der Besten begrüßt, wird auch Helene Fischer sein. Das einstige Traumpaar der deutschen Schlagerszene hatte erst kürzlich seine Trennung bekannt gegeben. Nun treffen sie erstmals wieder vor der Kamera aufeinander. Das Besondere dabei, die Show ist live. Die Zuschauer erleben den Moment also direkt mit. Falls die Situation zwischen Florian Silbereisen und Helene Fischer unangenehm wird, sieht ein Millionenpublikum zu. Kein schöner Gedanke für ein frisch getrenntes Paar. Auch wenn die Musiker mit der Bekanntgabe ihrer Trennung betont haben, immer noch freundschaftlich miteinander verbunden zu sein. Wie werden die Reaktionen auf Helene Fischer sein? Wie begeistert die Fans von Florian Silbereisen davon sein werden, dass Helene Fischer auftritt, wird sich zeigen. Die Sängerin musste nach der Trennung in den sozialen Netzwerken Kritik einstecken. Es kam nicht bei jedem gut an, dass die 34-Jährige schon wieder liiert ist. Der Akrobat Thomas Seitel hat der erfolgreichen Künstlerin den Kopf verdreht. Helene Fischer selbst hat die Beziehung selbst bestätigt. Möglicherweise muss sich die sonst so beliebte Helene Fischer also mit negativen Reaktionen aus dem Publikum auseinandersetzen. Immerhin ist Florian Silbereisen der Gastgeber, dem die Fans schon viele Jahre die Treue halten. Die Gäste bei Schlager Champions, das große Fest der Besten. Neben Helen Fischer hat Florian Silbereisen natürlich noch weitere Größen der Schlagerszene zu Schlager Champions, das große Fest der Besten eingeladen. Musikfreunde dürfen sich unter anderem auf Roland Kaiser und Maite Kelly, Andrea Berg, Andreas Gabalier, Marianne Rosenberg, die Kelly Family, Santiano und Buhr freuen.